Kategorie bis 82,5 Kilogramm Körpergewicht. 22 Athleten sind im Einsatz. Der Kubaner Daniel Zayas beginnt mit 147,5 Kilogramm das Reißen. Das Handelgewicht beträgt 152,5 Kilogramm. Peter Baczako aus Ungarn. Pavel Rabczewski hat 150 Kilogramm gerissen. Nun setzt er fort mit 155 Kilogramm. Armenische Sowjetathlet Yuri Gvardanyan ist der absolute Favorit in dieser Klasse. 1977 war er Weltmeister im Mittelgewicht. Die Jahre vorher holte er sich zweimal die Titel eines Juniorenweltmeisters. Er beginnt mit 157,5 Kilogramm. Baczako setzt seine Arbeit mit 157,5 Kilogramm fort. Doch es gelingt nicht auf Anhieb. Erst die Ausbesserung sichert dem Ungarn die Silbermedaille. Für den zweiten Versuch hat Vardanyan 165 Kilogramm gewählt. Thank you.
Das Weltrekordgewicht von 171 Kilogramm wurde aufgelegt. Seit 1974 nehmen die Athleten aus der Volksrepublik China regelmäßig an den Weltmeisterschaften teil. Noch ist der große Erfolg versagt geblieben. Doch die Athleten werden von Jahr zu Jahr stärker. Wen Kuangma mit 180 Kilogramm. Horst Appel aus der Bundesrepublik Deutschland hat im ersten Versuch mit 182,5 Kilogramm Schwierigkeiten. Doch bei der Wiederholung bringt er dieses Gewicht zur Hochstrecke und erreicht im Gesamtklassement mit 330 Kilogramm einen beachtlichen vierten Platz. Bei 190 Kilogramm folgen Rabczewski und Zayas. Vardanyan beginnt mit 195 Kilogramm.
zweiter Versuch von Bachaco, 195 Kilogramm. Auf 200 Kilogramm wurde erhöht. Die Medaillen sind vergeben. Im Stoßen übernimmt der Kubaner die Silbermedaille vor dem Ungarn. Doch Bachaco holt sich Silber im Zweikampf mit 352,5 Kilogramm vor Rabczewski, der 345 Kilogramm erreicht hat. Vardanyan wird mühelos Weltmeister. Auf der Hantel liegen 207,5 Kilogramm. Ein gültiger Versuch würde den Zweikampfweltrekord auf 377,5 Kilogramm erhöhen. Im dritten Versuch hat Vardanyan 210 Kilogramm abgeworfen. Doch für einen zusätzlichen Versuch wurde das Weltrekordgewicht von 210,5 Kilogramm aufgelegt.